So. Hallo YouTube! Willkommen! Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen direkt rein in Animal Crossing. Es tut mir leid, dass ihr ein bisschen gewartet habt. Heute ist wieder großer Umbau angesagt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Richtige? Ja. Eben gerade noch Thumbnail aufgenommen. So, heute ist wieder ein regnerischer Tag, leider. Und es wird heute wieder viel abgerissen. Ich möchte aber wirklich vorankommen. Immer hat die Legends-Ankündigung mich happy gemacht. Das ist sehr schön zu hören. Hey, warum ist mein Bildschirm ausgegangen? Okay. So, Prost. Hallo alle auf YouTube. Hallo Luisa, hallo Lara, hallo Umut, hallo King Melon, hallo Redfire Yoshi, hallo Lilly, hallo It's Me Handball Girl, hallo Mila, hallo Egg, hallo Gatto, hallo First Queen, hallo Bea, hallo Thomas, hallo Lisa nochmal, Angela, hallo willkommen, Team Charlene, Lahavi. Armin, Chantal, Granatapfelbienchen, Mila, Ilona. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es heute sehr anstrengend wird bezüglich der Insel. Weil ich hier sehr viel abreißen muss. Aber sonst... Ja, sonst geht's mir gut. Willkommen. So, genau. Ich bin hier gerade dabei, ein bisschen den... Ja. Den Bereich hier umzubauen vom Rathaus. Der hat mir nämlich vorher gar nicht gefallen. Ich muss da gleich auch nochmal auf eine Insel schlummern, weil ich mich hier inspirieren lassen habe. Ich würde sagen, bevor ich anfange, werde ich das auch mal tun. Aber erstmal bringen wir ein paar Sachen weg. Hallo Sweet Cat, willkommen. Hallo BNT Bree, was geht? Willkommen auch an dich. Woher hast du das Tor? Das ist ein normales Item, das man bekommen kann. Ich finde es immer so schade, wenn die Eltern die Sprache nicht teilen. Mein Vater spricht auch mehrere Sprachen, aber wollte, dass ich gut Deutsch spreche. Ja, also meine Mom hat halt selbst Deutsch gelernt, als sie nach Deutschland kam, natürlich. Und hat dann halt auch viel... Also sie hat das ein bisschen mit dem Chinesischlernen vernachlässigt. Aber nicht, weil sie es nicht teilen wollte, sondern weil sie, glaube ich, einfach selbst auch ein bisschen überfordert war. Ich halte das auch immer sehr vor und sie wird dann aber sauer, weil sie selbst weiß, dass sie da Fehler gemacht hat, dass sie da zu wenig hinterher war, beziehungsweise das auch ja, ein bisschen mehr fördern hätte können. Aber ich bin, wie gesagt, ich verstehe ja sehr viel und ich bin sehr oft und sehr lange immer zur chinesischen Schule gegangen. Wo ist mein Schrank? Ich lasse aktuell niemanden auf meine Insel. I'm sorry. Wie lange streamst du noch ungefähr? Ich habe erst vor einer Stunde angefangen zu streamen. Also noch ein bisschen. Hallo Viper, willkommen. Julia, hallo, willkommen natürlich auch an dich. Hä, habe ich meine ganzen Schränke weggetan? Bin sehr verwirrt. Okay, dann gehen wir kurz einfach mein Haus rein und schlummern da. Hin, wo ich hinschlummern wollte. Um was zu checken. Gab es schon was Neues zu Pokémon? Ja, es gab die Pokémon Presents. Wenn du... Ja. Es sind sehr viele Mobile Games Sachen vorgestellt worden. Und Legenden... wie heißt das Game? Legendenspiel wieder. Oh, ich habe eine Musik an. Shit. So. Misty. Das ist besser. Meine Mutter wollte, dass ich nur Deutsch lerne. Sie sagte immer, ich soll lieber nur Deutsch können, damit ich ohne Akzent spreche. Dafür bin ich ihr dankbar. Ja, aber ist es nicht schade? Ich weiß nicht, welche andere Sprache. Ich kenne viele bilinguale Kinder, die auch die andere Sprache ohne Akzent sprechen. Und zwar einfach beide Sprachen ohne Akzent sprechen.
Ich finde es auch eher schade, wenn man halt... Wenn man halt die Möglichkeit hätte, zwei Sprachen... Weil als Kind lernt man sowas halt mühelos. Es ist halt nicht schwierig. Katha, danke schön für den Resub auf YouTube seit 8 Monaten. Ich danke dir sehr, Katha. Hallo Sabeka, hallo Frieda, hallo Fuad, ei. Leute, ich muss auch was sagen so. Ich grüße euch alle immer sehr gerne. Und ich sag auch sehr gerne hallo. Grüße sie mal bitte alle. Aber ist es ein bisschen... Zum Beispiel Frankie hat einfach geschrieben, hi, endlich Feierabend, hallo, willkommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Feierabend. Aber es ist viel schöner, wenn ihr irgendwas in den Chat schreibt oder irgendwas zu beitragt und wir so in die Konversation kommen, als wenn ich euch einfach nur stumpf grüße die ganze Zeit. Das ist irgendwie... Ich bin ja nicht hier, um euch einfach nur zu grüßen. So. Und wir sind jetzt auch noch eine überschaubare Menge. Die geht auf jeden Fall nicht unter. Ich werde zwar nicht jede Nachricht lesen können, aber, ja. Nein, das war gar nicht an dich gerichtet, Katha, Applehead Katha. Ich war an den YouTube-Stream gerichtet. Ich löcher schon, aber es ist heute wieder viel. I know, Katha. Und wichtig auch, hört bitte auf Katha, was sie sagt. Katha ist Moderatorin und, ihr Wort ist Gesetz, okay? Türkisch, sie sagt, viele der sogenannten Deutsch-Türken können keinen Satz auf Deutsch akzentfrei sprechen. Und der Türkisch ist laut ihr auch nicht besser. Ja. Aber, also, ich check das. Deine Mutter wollte, dass du halt integriert aufwächst. Und nicht irgendwie aufgrund dessen, keine Ahnung, ausgeschlossen wirst oder was auch immer. Aber ich finde das schade. Also ich verstehe es, aber ich finde es schade, dass es die Gesellschaft so ist, teilweise. Vor allen Dingen gegenüber Deutsch-Türken, muss man auch sagen. Weil es letztlich voll cool wäre, wenn du auch noch Türkisch sprechen könntest. Selbst wenn du dann halt mit dem Akzent Türkisch kannst. Und halt, Deutsch ist halt so, wenn du in Deutschland aufwächst, man lernt auch so viel im Kindergarten, in der Schule und alles. Ich persönlich finde es schade, wenn man dann halt so die Wurzeln irgendwie nicht weiter reden kann. Was ist, wenn ich hier auf Katha höre? Nemo, dann gibt's hier Probleme. Katha ist ein Schutzengel von Mini, so sieht's aus. Ist Katha wie eine Aufpasserin? Ja, genau. Genau das. Mein Bild ist voll unscharf, weiß jemand, wie man das wegmacht. Vielleicht liegt's an deinem Internet gerade, Ilona? So. Was ist denn heute für ein Plan? Nur Shanghai oder machst du nochmal einen Speedrun? Heute ist nur Shanghai geplant. Ich kenne viele Türken, die mit Türkisch aufgewachsen sind und von zu Hause aus, aber perfekt Deutsch können. Ja, kenne ich auch. Also ich kenne auch viele Türken, die super Deutsch können. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen... Es gibt ja die Leute, die so ein bisschen... Ja, voilà, ey, so reden. Aber ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass sie Türkisch zu Hause gesprochen haben, sondern an dem Freundeskreis und dem... und der Sprache innerhalb des Freundeskreises. Also da muss ich definitiv widersprechen. Ich kann perfekt und akzentfrei Deutsch, also auch Türkisch. Mittlerweile merken die Türken aus der Türkei gar nicht, dass ich aus Deutschland bin. Meine beiden Kinder ebenfalls. Beide sprachen super drauf. Man kann, wenn man will. Und ich finde es extrem wichtig, dass man die Muttersprache beherrscht. Ich sehe das so wie du. Gamse auf jeden Fall. Also ich wünschte, ich könnte es halt noch besser, ne? Ah, ja, so war das. Warte, ich glaube, ich werde es einfach nachbauen. Hat einfach einen viel schöneren Vibe. Ein bisschen mehr Grün halt auch noch hier und da. Lul? Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das so hoch machen muss. Weil irgendwie sieht das doof aus, wenn man hier aufwacht.
Vielleicht einfach ein bisschen anders noch. Eigentlich wollte ich mir wirklich nur das anschauen. Okay, ja. Ich habe eine... Warte, ich soll ein Bild trotzdem davon machen. Okay. Ich habe eine Idee. Gibt's denn noch irgendwie ein geiles Item? Also ich will da keine zweite Mittelfassade, Mittelalterfassade hinmachen auf der zweiten Ebene. Irgendwas anderes. Ich glaube, Gamse widerspricht dem Kommentar von YouTube und nicht mir, weil basically das, was ich gesagt habe, ist ja genau das, was... Also was Gamse gesagt hat, ist ja genau das, was ich mal vorgesagt habe. Dabei gibt es innerhalb Deutschlands auch so viele Dialekte. Ich finde es eigentlich ganz charmant, wenn man einen Akzent hat. Solange man verstanden wird, ist doch alles gut. Außer die Jugendsprache heutzutage, da bekomme ich Gänsehaut. Wie? Jugendsprache, beste Sprache. Nein, also ich muss sagen, ich finde die Jugendsprache auch okay. Es gibt manche Wörter, ja. Aber letztendlich... Viele Leute regen sich ja auch darauf, dass man immer so viele Anglizismen benutzt und so viel englische Sachen mit einfließen lässt in die Sprache. Aber ich persönlich habe da auch gar kein Problem mit. Bin im Glück, mache ich was zu essen. Lass ich dir schmecken, Katha. Burgmauer, Westernfassade, Retro-Haltestelle, aber ist halt so der Standard. Ja, ich suche, also ich überlege gerade, die Goldsitze dahin zu machen. Weil in Shanghai gibt es halt diesen Jing'an-Tempel. Den habe ich halt woanders gemacht. Aber, der hat so ein goldenes Dach. Wait. Und das halt irgendwie dahin zu machen. Ja, mal schauen. Wow. Oh nein, das ist ein bisschen anstrengend mit YouTube. Also, die beiden Chats. Ich habe immer noch kein Programm installiert, wo beide Chats halt zusammen sind. Dann übersehe ich nicht mehr so viele Nachrichten, weil es so anstrengend, in zwei verschiedene Chats immer reinzuschauen. So. Brotperle, vielen, vielen lieben Dank für 500 Franken. Für 5 Franken. Ich danke dir. Jo, ich habe nach 3 Jahren wieder mit Animal Crossing New Horizons angefangen. Deine Community immer noch sehr aktiv. Mir wurde beim Neustart sehr geholfen. Danke euch. Auch wie süß du bist. Ganz viel Liebe geht raus. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. So, ich suche meinen Schrank. Arbeite bereits an meiner 5. Insel. Hab die anderen immer gelöscht, sobald sie mir nicht mehr gefallen haben. Meine aktuelle Insel wird eine Forest Core Insel. Sie heißt Magnolia. Sehr schöner Name. Werde später auch schlummern, um Inspiration zu bekommen. Magnolia ist ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. So, ich suche... Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Sitze habe, die ich hier benutzen will. Ich muss die auf jeden Fall auch noch umfärben. Schwarz ist, glaube ich, auch ganz geil. Wir schauen mal. Goldsitze. Und dann dachte ich, vielleicht kann man da irgendwie ein Design noch drauf machen. Aber nee, das passt auch nicht.
Okay, ich glaube, ich muss für die Goldsitze auf Treasure Islands gehen. Wie kriegst du so viele Items? Ja, das wirst du gleich sehen, indem ich auf Treasure Islands gehe. Dazu habe ich auch schon ein YouTube-Video gemacht. Das Design vom Traktor vielleicht? Das Traktor-Design? So. Das ist aber schon irgendwie lame, das nachzubauen gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand, das sah wirklich einfach toll aus. Und deswegen mache ich's. Chips mit oder ohne Joghurt? Chips mit Joghurt in generell? Was ist da los? Ah. Gott. Ich weiß nicht, ob das hier alles ein Riesenfehler ist. Ich glaube schon. Aber als Insta habe ich für meine Palastbauer die Asienbetten und davor die Keropi-Veranda. Ja, die Asienbetten sehen auch cool aus, so als Dach, ne? Das habe ich hier irgendwo. Da oben. Das sieht eigentlich auch schon cool aus, die Asienbetten, das stimmt. Hat sowas. Mhm. Das hat echt was. Warte mal, ich muss das nur kurz anschauen. Scheiße, jetzt habe ich hier nicht ganz bedacht. Hä? Wie können die Bäume da stehen? Frage ich mich gerade auch. Oh mein Gott, das ist ja so viel Arbeit. Die Bäume sind mit dem Baumtrick dahin gepflanzt worden an der Klippe, ne? Okay, komm. Let's go. Weiß ich noch, wie es funktioniert? Ich glaube schon. Okay, kurz Konzentration. Konzentration, ne? Mein Stethoskop ist angekommen. Das ist dieses Ding, was Ärzte haben, oder? Okay, das war falsch. Ja, zum Abhören. Oh Mann! Fluss bauen ist einfach das Anstrengendste. Ich hoffe, im nächsten Animal Crossing wird das irgendwie nochmal überarbeitet. Genau dahin. Mann! Alex, vielen lieben Dank für den Reset im 47. Monat. Einfach fast 7 Jahre. Das ist crazy. Vielen, vielen lieben Dank und willkommen.
Du hast auch das Founders Badge. Ich habe eine Frage, Emmy. Hau deine Frage raus. Mir darf ich eine Frage stellen? Einfach Frage stellen. Einfach rein da mit den Fragen. Ist es neu, dass Bewohner in mein Haus reinkommen können? Ja, das ist seit dem 2.0 Update. Also 1,5 Jahre, nachdem Animal Crossing erschienen ist, kam das. Oh. Fast 7 Jahre? Was für 7 Jahre? Hä? Oh Leute, es tut mir leid. Ich bin heute irgendwie in keiner guten geistigen Verfassung, glaube ich. Habe ich 7 Jahre gesagt? Lol. Ach, heute ist es aber nicht. Kostet Twitch Geld? Nein, Twitch ist auch kostenlos. Ist genauso wie bei YouTube. Es kommt halt ab und zu mal Werbung dazwischen. Das sind die Nachwirkungen von einem Mathe-Ding letztens. Ich glaube, diese Nachwirkung habe ich schon mein ganzes Leben lang dann. You're doing great. Könntest du mir deine Bewohner zeigen? Ja. Vielleicht könnte ich heute auch mal versuchen, Frederik einzuladen. Der muss eigentlich nur noch einmal auf den Campingplatz. Und dann zieht er nämlich hier ein. Ich habe kein richtiges Lieblings-Item, muss ich sagen. Oh, das hier wollte ich ja auch nochmal abreißen. Oh, es ist so viel. Ich habe kein richtiges. Also vielleicht Weizenfeld. Ich kann sagen, ich bin sehr Weizenfeld-süchtig. Aber es ist, ich würde es auch nicht als mein Lieblings-Item bezeichnen. Ist Twitch so wie TikTok? Nein, gar nicht. Twitch ist eine reine Livestreaming-Plattform. Lol. 100 Sternis schnapp gemacht. Okay, eine Seite haben wir. Dann machen wir die andere Seite. Ich hab's noch drauf, Leute. Ich habe so lange keinen Baum mehr eingefroren. Aber ich hab's noch drauf. Eingefroren, meine ich. Den Baumtrick benutzt. Weil mal einfrieren ist ja noch was anderes. Oh, shit. Das war aber doof. No. Ich hätte das Wasser nicht zumachen sollen. Jetzt habe ich ein Problem. Okay. Gar nicht mal so einfach hier. Ich mache es jetzt nochmal. Ich gucke den Streamer nämlich wieder, wieso ich das Terraforming gehasst habe. Ja, ich mache ja auch gerade hier sehr kompliziertes Terraforming. Hallo Anna, ich bin neu hier. Willkommen hier im Stream. Willkommen, willkommen. So. Das ergibt alles gerade keinen Sinn. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier gleich noch... Kann man, aber die Person hat es ja gemacht. Ist es möglich, die Bäume so nah beieinander auf Klippen zu pflanzen? Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr ein genaues Tutorial haben wollt, am besten mal Baumtrick auf YouTube suchen. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video.
glaube, es ist wirklich wichtig, dass man das genauso macht. Aber deswegen ist halt das Problem hier. Nein! Mann, das ist ja alles nervig. Wollte ich nicht. Also ein Baum zu pflanzen ist kein Problem, aber beide Bäume nebeneinander pflanzen an der Klippe, das ist ein kleines Problem. Prost! Hallo Mitsu, was geht? Willkommen. Ich hab so drauf, 10 Sekunden später. Ja. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Kannst du den Trick beim zweiten Baum doch einfach auf der anderen Seite machen, oder? Denke ich da falsch? Stimmt, doch, du denkst richtig. Nee, du denkst. Es muss ja quasi. Nee, das geht nicht. Weil ich muss ja quasi da... Oder doch? Doch, du denkst vielleicht doch richtig, Luis, Pia. Wir können es ausprobieren. Wir probieren es mal aus. Das ist vielleicht echt eine gute Idee. Aber da muss ich erst auf der anderen Seite machen. Mann, diese ganzen Designs, die ich hier schön verlegt habe, alles umsonst. Zumindest möchte Mini das so, wenn ich es richtig verstanden habe. Bitte keine Altersfragen. Da hast du recht, genau. Also das Ding ist, hauptsächlich auf Twitch ist halt das Problem, wenn man halt unter 13 Jahren alt ist, müssen wir Leute auf Twitch leider bannen, weil Twitch erst ab 13 Jahren ist. Und wenn halt jemand in den Chat schreibt, hey, ich bin 12, dann sind wir verpflichtet dazu, die Person zu bannen. Und das ist halt... Schade. Deswegen versuchen wir das einfach zu umgehen, indem wir einfach nicht übers Alter reden. Ich bin 250 Jahre alt. Das ist ein beachtliches Alter, Katha. Sehr beachtlich. Okay, ja, es funktioniert. Dankeschön, Pia. Für diesen Geistesblitz. Sehr schön. Ich dachte, die Twitch-App ist ab 16. Oh, genau weiß ich gerade. Oh nein, es funktioniert trotzdem nicht. Achso, ich kann sie auf der anderen Seite machen, ja. Genau, ab 13 ist er mit Erlaubnis der Eltern. Genau. Genau das. Das, was Lars sagt. Hallo Penny, willkommen. Vielen lieben Dank für den Reset im 13. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Sorry, ich war gerade sauer. Ja, versucht. Vielleicht müssen wir mal so einen Regelstream machen. Einmal kurz die ganzen Regeln bei einem Livestream erklären. Aber ich glaube,
Es ist einfach sehr viel Arbeit für die Mods an der Stelle. Beziehungsweise für Cutter in dem Moment. Oh. Welche Insel ist das? Das ist Shanghai. Ich möchte mittlerweile auch nicht über mein Alter reden. Einverstanden. Ja, wo wir gerade darüber reden, ich habe heute viel mit der Planung verbracht für den Rom-Trip. Und ich merke, dass ich dringend Urlaub brauche irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aktuell ist bei mir echt so... Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch bei mir. Ich weiß aber auch nicht was. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen regenerieren kann im Urlaub. Und wir fliegen da ja hin, weil Johann 30 wird. Imagine being Mod. Kannst gar nicht relaten, Nemo, ne? Johann wird 30, der Alte. Und wir machen einen kleinen Trip mit unseren Freunden zusammen. Wir sind 14 Leute. Alle zusammen in einem Airbnb. Und ja, der Plan ist es halt am Donnerstag. Johann hat am nächsten Woche Donnerstag Geburtstag. Da wollen wir dann quasi eine Stadttour machen. Und jeder von uns kriegt halt eine Sehenswürdigkeit in Rom zugeordnet und muss dann quasi unser Guide sein für die Sehenswürdigkeit. Und das habe ich heute alles organisiert. Und ich hoffe, dass jeder etwas wirklich auch vorbereitet. Aber ich bin zuversichtlich. Ja, erstmal die ganzen Sehenswürdigkeiten rauszusuchen, die interessant sind. Kolosseum-Tickets müssen wir heute Abend auf jeden Fall buchen. Damit wir da auch reinkommen. Der Alte. Ich habe schon, da werde ich immer nur 24 sein. Ja, ich bin leider auch schon zu alt, um ein ermäßigtes Ticket zu bekommen. Nur bis 25. Und ich bin 26. Ilona, welcome back. Mini, warum ist links in Animal Crossing was falsch herum? Links in Animal Crossing was falsch herum. Wo ist was falsch herum? Where? Okay. So, Chang, du gehst jetzt mal. Nein! Oh, zum Glück. Okay. Man wacht dann halt hier auf. Das ist okay. Man sieht dann halt erstmal diese Blöcke hier. Alles auch okay. Wenn man halt aufwacht, das sieht das ein bisschen doof aus. Und jetzt ist halt echt die Frage. Ob man dann da oben noch auf der zweiten Ebene andere Sachen hinmacht. Weil geht's da rum, oder? Ja. Hat jemand schon Urlaub in Ägypten gemacht? Kann das was? Also, wir haben das vor 2 Jahren gemacht. Es ist nicht unbedingt unser Urlaub, den ich nochmal machen würde. Also, ich würde schon gerne irgendwann nochmal nach Ägypten, weil ich nicht alles gesehen habe, was mich interessiert hat, so. Aber ich finde diesen 5-Sterne All-Inclusive-Urlaub ist in meiner aktuellen Lebenslage, in der ich bin, nicht so das, worauf ich Bock habe. Aber ich denke mal zum Beispiel, in deiner Situation ist das, glaube ich, ganz nice. Und ja, genug Hotels gibt es da auf jeden Fall auch. Der Weg unter der Burg. Warum ist da was falsch herum unter der Burg? Da ist doch alles richtig herum. Soweit ich weiß. Okay, warte mal. Wie hat die Person das gemacht, dass da, ich glaube, einfach Bäume dazwischen wieder, ne? Damit das nice aussieht. Hier müsste auch wieder ein Baum hin. Eieieiei.
In welcher Situation ist es denn nice? Ich glaube, wenn man einfach in so ein All... Also ich glaube, so All-Inclusive kommt auch natürlich ganz auf den Typ an, was du dir von einem Urlaub wünschst. Einfach so Gedanken abschalten und einfach in der Sonne chillen. Dann ist das cool. Aber ich mag tatsächlich so Action... Also ich mag irgendwie gerne noch mehr als nur eine Hotelanlage chillen. Aber wenn man zum Beispiel Kinder hat oder sonst was, dann ist es, glaube ich, cool, wenn man irgendwie eine Betreuung hat und einfach mal ohne die Kinder auch mal entspannt am Pool liegen kann. Oder, keine Ahnung, die Kinder halt auch beschäftigt sind und Spaß haben. Ach, wo ist denn mein Schrank jetzt wieder hin? Da. Heidis Lebenssituation also, ja genau. Da habe ich keinen Nerv für Mietwagen und Sightseeing und sowas. Das haben wir früher zu zweit gemacht und werden erst wieder machen, wenn die Mädels größer sind. Ja, macht ja auch Sinn. Macht auch echt Sinn. So, was wollte ich jetzt herausholen? Boah, das, ey, mein Kopf funktioniert heute echt gar nicht. Ach, Asianbetten. Weil du die Ebene drauf gemacht hast. Ja, das ergibt doch alles irgendwann einen Sinn, hoffentlich. Hoffentlich. Ich glaube, das mit den Betten sieht nicht so nice aus, wenn man da so krass drauf gucken kann. Von der anderen Seite. Weil man das so ein bisschen verstecken könnte, dass das halt Betten sind. Sieht eigentlich aus wie so eine... Und hier ist... Ja, eigentlich sieht das auch ganz cool aus, oder? Ist dann halt auch nicht zu eng alles. Okay, dann müssen wir hier. Wieder einen Baum hinpflanzen. Sieht nice aus. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich brauche auch neue Früchte. Hallo Finja bekommen. Wenn du auf Treasure Islands gehst schon, wenn du mehrere Designs brauchst und nicht so gut im Pixeln bist, kann ich Nintendo Online empfehlen. Keine Werbung. Das ist okay. Du kannst sehr gerne Nintendo Online empfehlen. Ich empfehle es euch auch an alle. Nintendo Online ist cool. Aber kommt natürlich auch darauf an, wie viel Switch man spielt, ne? Mit kleinen Kindern All-Inclusive und direkt Poolanlage. Poollage, ja. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Würde ich mal schätzen. Hallo Sienke, was geht? Willkommen. Ich finde Ägypten, Türkei als blonde Frau allein schwierig. Käme für mich nie in Frage, auch wenn All-Inclusive nur in der Hotelanlage abhängig. Das kann ich nicht beurteilen. Und da kann ich mich... Da kann ich auch keine, also da habe ich keine Meinung zu. Aber, also ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, boah. Nicht schwierig. Ich finde nicht einfach schwierig. Aber wie gesagt... Kann ich auch irgendwie gar nicht beurteilen. Meine größte Anforderung an Urlaub ist mittlerweile, dass ich keine Mahlzeit providen muss. Anforderung. Darum ist Ferienwohnung für uns raus. Das ist für mich wie zu Hause, nur woanders. Oh ja, das glaube ich. Auch immer irgendwie was, ja, hundertprozentig. Dann ist das schon geil, wenn man irgendwie Buffet hat oder Restaurants oder sonst was. Oh.
Ich hoffe, es funktioniert jetzt noch. Ich bin auch krank. Gute Besserung, Bea, nochmal. Meine Insel ist Noob. Nein, eure Inseln sind keine. Das ist nicht Noob. Man muss nur ein bisschen Arbeit reinstecken. Es ist hier wirklich sehr viel Auf- und Abbauen hier immer auf den Inseln. Meine Azubine war mit ihrer Freundin alleine, was sie mir Storys erzählt hat. Die konnte keine 10 Meter treten, ohne belästigt zu werden. Ja. Aber ganz im Ernst auch, also, ich finde das Thema generell schwierig. Auch hier in Deutschland wird man belästigt. Aber ich find das Thema einfach schwierig. Ach, lass uns aber über was anderes reden. Das ist heute kein Thema für mein nicht funktionierendes Gehirn. Hallo Lilly, was geht? Willkommen. Hallo Niki, ist cool. Als Frau nie wieder allein nach Ägypten, leider. Hast du eigentlich nach dem Abi irgendwann Urlaub gemacht? Hab gar nichts gemacht und bereue es jetzt. Ja, ich war mit meinen Freundinnen zusammen in Calea in Spanien. Das ist so bekannt für Party-Abi-Fahrten, Urlaub. Es war auch ganz witzig. Also für ein Abi-Budget, also für wenig Geld, war das echt ganz cool. Gut. Das sieht doch schon mal cool aus. Hä? Okay. Ah, warte mal. Das ergibt Sinn, die Dinger nämlich noch ein Stückchen hier hinzuschieben. Wie schaffst du, dass die Insel immer so groß wirkt? Ich schaff das gar nicht. Das ist, andere Inseln wirken immer größer. Und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das ist einfach immer so. Bei so vielen Dingen im Leben, das ist echt verrückt. Schon musst du eigentlich Sonntag wieder auf Inseln? Ja, wahrscheinlich schon. Ich will Sonntag aber auch mit euch töpfern. Das habe ich mir überlegt. Ich habe mir zu Valentinstag so ein Töpferset bestellt. Im Valentinstagsangebot. Und ich will probieren, mit euch kleine Animal Crossing Pflanzentöpfe zu machen. Ich hoffe, das bekomme ich hin. So wie ich es mir vorstelle. Aber ja. Hallo Torti, willkommen. So, das hier wird ja eh nochmal umgedingst. Sascha, welcome back. Mit Johann, bitte. Ja, Johann hat gefragt, ob wir das zusammen machen, aber wenn er nicht on stream, ich glaube, er wird nicht mitmachen. Ich denke nicht. So viel Unkraut, Gerds Traum. Gerds Traum einer Insel. So, warte mal. Sieht das besser aus? Oder sieht das komisch aus? Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Da könnte eigentlich noch ein Busch hin, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe halt generell auf dieser Insel, ich muss auch ein bisschen mehr
Grün sieht einfach immer schöner aus. Da kommt auch gerade ein passender grüner Ballon. Ich habe zu viel Grau einfach. Es ist halt eine städtische Insel, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Ausgleich braucht man trotzdem noch. Ich töpfer gerne mit dir, wenn Johann schon nicht will. Johann will, aber er will es wahrscheinlich nicht on-stream. Es wäre halt eigentlich auch eine süße Date-Idee. So romantisch töpfern wie bei diesen bekannten Filmszenen. Ja, genau. Eigentlich eine süße Sache. Könnte man halt wirklich machen. Jetzt nicht ich, aber vielleicht für euch eine Idee. Weil ich habe das gekauft, um das im Stream mit euch zu machen. Weil ich dachte, das ist auch cute. Zusammen romantisch mit euch. So, das kann weg. Ich würde es auch on-stream machen. Ich weiß nicht, was du sonst auch noch on-stream machen würdest, Max. So wie ich das jetzt immer mitbekomme. Ich bin dann quasi auf dem Date mit euch, genau. Die Filmszene ist aber nicht für Twitch geeignet mit FSK 16. Okay, okay, warte mal. Was für Töpferfilmszenen habt ihr gesehen? Frage ich mich gerade. Oh, es donnert richtig in Animal Crossing. Man hört's gerade. Okay. Ist ja irgendwie beruhigend. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf Sommergewitter. Ich freue mich in erster Linie auf die Sonne, aber ich freue mich auch ein bisschen auf Sommergewitter. Also ich meine, die, wo der Mann hinter dir sitzt und die Hände zu den Klumpen formen. Vollständig bekleidet, by the way. Welche Szenen? Jetzt werden Abgründe offenbart. Okay. Ich habe die Szene noch nicht gesehen. Noch nicht. Brotperle, lass dir das deine Pasta schmecken. Ich würd gerne einen Teller nehmen. Die wilde Töpfer-Community von Minimoli. Ich merk's. Was habe ich hier losgetreten? Ich wollte doch einfach nur entspannt mit euch töpfern. Umgestaltung, eine Werkbank. Ah, guck mal, hier ist der Goldsitz. Na, egal. Dann brauchen wir noch ein paar. Warte mal, kurz Inspi wieder. Inspo wieder anschauen. Maike, vielen lieben Dank für den Resub im 23. Monat. Dankeschön und willkommen. Boom Kalum. Das mit Patrick Swayze im Film aus den 90ern. Boah, ich bin echt zu alt. Ach, ich bin aber auch generell schlecht mit Film, ne? Muss man aber auch einfach sagen. So.
Wie bekommt man dein Profilbild auf der Switch? Das musst du dir über Nintendo Switch Online holen. Guck mal, ich mag eigentlich... Guck mal, das finde ich eigentlich auch sehr schön mit den chinesischen Laternen. Ich glaube, das hat was... Chinesischeres. Ich habe sowieso so viele Türdesigns, was das angeht. Welchen Monat? Oh, das weiß ich leider nicht mehr auswendig, Lotta. Hallo Playmobil-Familie. Das ist der Film Ghost. Oh, das sieht auch schön aus. Hey, ich wusste gar nicht, dass ich das Design auch nochmal habe. Oh, das sieht auch toll aus, aber... Dann nehmen wir doch die Lampions hier. Dirty Dancing kenne ich. Ist da auch eine Töpferszene? Aber es ist auch schon wieder sehr, sehr, sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Dirty Dancing. Ich erinnere mich an dieses eine Video von Peppa Woods. Peppa Woods? Habe ich auch nie geguckt. Ist Peppa Woods und Peppa Pig das gleiche? Ja, oder? Das ist, glaube ich, einfach nur der deutsche Name, oder? Oder ist das zu auffällig? Gerade hier. Ja, okay. Kann man das googeln? Probier's mal, Lotta. Probieren geht über Studieren. Der hat bei Dirty Dancing mitgespielt. Ach so, ja, aber ich kann mich auch nicht mehr an ihn. Also, ich kann mich jetzt auch nicht mehr. Wenn ich die Schauspieler sehe, dann erinnere ich mich bestimmt dran. Aber jetzt aus dem Stegreif habe ich kein Bild vor den Augen. Hallo Kakao, Edda, was geht? Willkommen. Diep, diep. Für den Resub im 29. Monat. Hallo, willkommen. Danke dir. Ja, das ist der Twitch-Partner Plus. Das wird. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich habe den Eingang auch schon, so ähnlich nachgebaut. Das sieht auch einfach schön aus. Lieben wir. Aus. Oh, warte mal. Ich wollte gucken hier. Guck mal, 303. Und ich glaube, es kam jetzt auch noch ein paar Subs rein. Das wird auf jeden Fall. Meinst du, wie, also am Sonntag will ich hier auf Twitch in echt töpfern. Ich kann euch mal diese Dinger zeigen. Ja, das werde ich versuchen nachzutöpfern. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Das ist der Plan. Ich habe auch nicht alle Farben. Aber so diese Nook-Töpf-Dinger, die würde ich gerne probieren. Also, ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. No. Risa, vielen Dank für die Streamserie von Drachheim.
Mal schauen wir mal, was wird. Mal schauen, ne? Ich bin gerade tauchen in Animal Crossing. Viel Erfolg beim Tauchen. Wünsche ich dir. Wow, es wird halt richtig. Ich weiß nicht, ob ich die roten Designs doch nicht so geil finde. Oder ob ich hier dann doch andere Designs hinmachen soll. Auch mit Rot. Also die Designs da. Ha, alles so schwierig. Wir schauen mal. Gibt es noch Kaleon? Nee, sowohl Kaleon. Ach so, meinst du. Doch, ja. Sowohl Kaleon als auch der Push-Guy wurden ja von den beiden Jüngeren abgelöst. Generell in Animal Crossing New Horizons ist so eine neue Generation. Und das ist auch witzig, weil wirklich eine neue Generation an Animal Crossing-Spielern auch entstanden ist. Aber halt auch eine neue Generation an Animal Crossing-NPCs. Hallo Anni, willkommen. Ich mach den Torbogen noch in einer anderen Farbe. Ja, das Ding ist, ich will ja das Rot. Ist ja eine sehr chinesische Farbe. Auch. Also Rot, das spielt ja eine sehr, sehr große Rolle in der chinesischen Kultur. Deswegen wollte ich den Bogen. Ich könnte den auch in einem. Ich habe den noch in einem Grau. Ich könnte es mal ausprobieren. Und ich wollte Western-Fassaden. Ein paar Sachen umgestalten. Man kann probieren, die roten Betten da oben auch nochmal hinzumachen, wie das aussieht. Ah, da. Vielleicht sieht das auch nice aus. Irgendwie hat das was. Aber irgendwie wirkt es auch nicht so ganz so stimmig. Aber ich will auch nicht das einfach nachbauen, was ich davor gesehen habe. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Oh nein, Sonja ist ganz traurig da oben. Ich will was ganz anderes rausholen. Und zwar die Steinköpfe. Löwensteinköpfe. Ah ja. Und wieder hier vor. Diese Lücke nervt mich doch auch sehr.
Versuchen wir die Lücke nochmal zu schließen. Vielleicht muss ich das Bodendesign dann auch nochmal umändern. Was auch weird dann aussieht. Oh Gott. Das ist ja alles gerade ein ewiges Hin und Her. Ich finde, Rot sieht besser aus. Gibt einen schönen Kontrast. Ja, ich glaube, ich lasse dann Rot auch. Einfach nur, um anders zu sein. Sieht gut aus. Dada, danke schön. Wie lang ist er jetzt schon? Der Stream? Auf Twitch seit 2 Stunden. Ich glaube, auf YouTube wird es seit 1 Stunde ungefähr. You're a special snowflake. Immer schön special sein. Soll ich fragen, was bisher passiert ist? Ich habe ein bisschen was abgerissen und bin jetzt dabei, hier zu versuchen, das umzubauen. Ich überlege, irgendwas an den Bodendesigns nochmal zu verändern. Müsste eigentlich probieren, auch hier vorne noch irgendwas Kleines zu machen. Aber das sieht halt doof aus, ist das... Ich kann nochmal kurz das Tori jetzt austauschen. Ich glaube, das Rote passt wirklich besser. Also das passt halt besser zum Style her, ne? Aber... Ich würde gerne das Rote trotzdem verwenden. Mach Only Sub an. Wieso das? Hallo Katie Player, was geht? Willkommen. Rot sieht meiner Meinung nach besser aus. Ja, okay, dann lassen wir das Rot. Hallo Amelie, willkommen. Wo bekommt man das Tori her? Ja, also eigentlich ist es ein ganz normales Item, was man bei Nepp und Schlepp mal drin haben kann. Oder sonst wo. So. Gestalten wir mal kurz die Sachen um. Also es ist auf jeden Fall ein Item, was man einfach erwerben kann. Am besten bekommt man die ganzen Items eigentlich über... Guck mal, das ist eigentlich ganz kurz. Happy Home Paradise. Sorry. Mein Gehirn ist heute sehr langsam. Nein. Hallo Steffi, willkommen. Ist der Stauraum im Spinnen mit dem Haus verbunden? Yes, genau. Das ist ganz praktisch. Dankeschön, Ines. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Hier gleich noch umgestalten. Dann habe ich wenigstens diesen Part hier, den vorderen Part hier einigermaßen fertig bekommen. Und ich muss hier ganz schön was noch abreißen. Das ist hier alles noch so 2021 gebaut. Sollte ein Schneidermarkt sein. Den werde ich bestimmt
in kleiner Weise irgendwo auch wieder hinmachen. Aber jetzt erstmal muss er weg. Hello again, welcome back, Ghost Stories. Kirschli, danke schön, dass du da warst. Und eventuell bis später. Wird es nochmal einen Speedrun geben? Yes. Wird es. Ich denke, ich werde mich dann auch nochmal an das Projekt machen, alle Insekten zu fangen. Aber aktuell möchte ich gerade so ein bisschen versuchen, Shanghai weiterzubauen. Das ist mein aktueller Plan. Zip. Prost. Ich habe gerade einen Riemenfisch geangelt. Herzlichen Glückwunsch. Den kann man, glaube ich, für gut Geld verkaufen, oder? Der ist so pretty aus. Das ist sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Können wir mal alle Cutter loben. Sie ist gleichzeitig für den YouTube-Chat und für den Twitch-Chat da. Das ist sehr lieb von dir. Und das unterschreibe ich auf jeden Fall so. Alle mal Cutter loben. That's true. So, okay, bevor ich jetzt gleich wieder die umgestalte. Ich habe doch jetzt zwei richtige hier. Genau das nicht. Kataloben! Mini, hast du eigentlich deine Animal Crossing Pinterest-Seite offen? Also das, wie deine Pinnwand, dass ihr meine Pinnwand sehen könnt. Ich glaube, ich heiße It's Minimoli. Und ich glaube. Ja. Shanghai müsste offen sein. Meine Pins von Shanghai, ja. Aber, ja, ich hoffe, du findest es. Hey. Verrücktes Wesen. Vielen lieben Dank für 5 Subgifts an die Community. Vielen lieben Dank für deine Subgifts an Elisa, an Wiebke, an Jules World. Julesies World, an Ronja und an Mew. Sehr verrückt von dir. Vielen lieben Dank, verrücktes Wesen. Ich danke dir sehr für den Support. Ganz viel Liebe geht raus. Gerne. Dankeschön. Danke. Ich will mich am liebsten immer 10.000 Mal bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Genau, wegen Pinterest. Ich habe irgendwann mal gesagt bekommen, dass man meine Seite irgendwie nicht findet, aber eigentlich müsste es offen sein. Ich muss das eigentlich auch nochmal aussortieren. Achso, Katha, jetzt weiß ich, warum du das reingepostet hast, weil auf YouTube jemand gefragt hat wegen den Stummer-Anschriften. Ich glaube, Katha postet das jetzt rein. Ansonsten könnt ihr auch unter meinen Videos schauen. Unter jedem Animal Crossing-Video findet sich eigentlich auch die Schlummeranschriften. Finden sich eigentlich auch die Schlummeranschriften. Okay. Gut, ich muss dann jetzt kurz umgestalten. Gehen. Bevor wir das machen. Warte mal. 1, 2, 3, oder? Ja. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. Dreh ich nochmal kurz, mach ich den Baum mal hier hin.
habe hier gerade schon die ganzen Designs verlegt und jetzt müssen sie gleich wieder weg. Ja, kannst du eine Frage gerne nochmal stellen. Der Regen gibt mir so cozy Vibes. Es hat sogar gerade gewittert. Das macht das Ganze irgendwie... Ja, ich muss sagen, der Regen ist auch ein bisschen beruhigend. Der Hintergrund gibt mir so Bikini-Bottom-Sonnenuntergang-Vibes, weil das noch Neonzeichen wie diese Blume aussieht, wenn du davor sitzt. Ey, beim letzten Mal sah das aus wie ein bisschen wie eine Qualle oder auch, ich hatte auch schon, oder Thaddäus. Und jetzt ist es diese Blume. Ich fühle, was du meinst wegen SpongeBob. Aber alles, was ich hier mit diesem Licht kreiere, sieht einfach aus wie von SpongeBob. SpongeBob. Perfekt. Aber ich find's gut. Ich hab dich gefunden. Ja, müsstest du sein. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und Wolfgang, vielen lieben Dank auch nochmal für 5 Subgifts an die Community. Heute seid ihr aber sehr gönnerhaft unterwegs. Vielen, vielen lieben Dank. Auch nochmal für 5 Subgifts an Toxpack, an Valkyrie, an Seehund, Herr Unruh und an Lara. Ganz viel Liebe geht raus. Ich danke euch. Of course, please. Vielen, vielen lieben Dank, Wolfgang, auch nochmal an dich. Ich find's immer noch sehr schön. Sunny, ich finde dich auch schön. Und hallo, willkommen auch an dich. Was geht? So, jetzt mit meinem richtigen Account. Ah! Du warst das verrückte Wesen. Ich habe mich schon gewundert. Das verrückte Wesen hat auch erst eben gerade reingefolgt und direkt 5 Subs. Wolfgang, einfach der Gönjamin. Ich danke dir. Und Jen Babe, vielen lieben Dank ebenfalls für den Reset im 2. Monat. Vielen lieben Dank für 2 Monate. Willkommen auch an dich. Hallo, hallo. Wie sieht es eigentlich mit den Punkten diesen Monat aus? Also, die letzten Tage war ich ein bisschen beunruhigt, aber jetzt bin ich eigentlich beruhigter. Wir haben zwar noch einige Punkte vor uns, aber ich weiß, dass ein paar von euch erst am 29. resubben. Und ich persönlich habe ja mit meinem zweiten Twitch-Account, wo ich damals die Study-Streams gemacht habe, auch auf Tier 3 gesubbt. Das ist auch erst am 29. der Fall. Daher kommen auch nochmal 6 Punkte oben drauf und ich glaube, die anderen Punkte kriegen wir jetzt auch noch die Tage rein. Aber not sure. Also so, ich bin zuversichtlich, aber es ist natürlich immer noch eine geringe Chance, dass es irgendwie nicht funktioniert. PG, vielen lieben Dank für den Resub auch im 2. Monat. Hallo, willkommen. Jen Babe, hallo. Die Gönjamins, was geht? Wie viele Punkte sind es gerade jetzt? Gerade sind es 303, aber es hat sich auch das letzte Mal vor 4 Stunden aktualisiert. Also, ja. Das ist immer so weird irgendwie. Ich habe privaten, also den und den anderen, wo ich anders agiere, so wie du. Bin aber mehr privat unterwegs. Ach, crazy. Ah, okay, ich verstehe. Glaube ich. Aber crazy, dass du es auch getrennt hast. Aber es ist wirklich sehr lieb, dass du da auch nochmal 5 Subs verschenkt hast. Ich bin komisch. Ich gucke dich auf meinem Handy, auf Twitch mit meinem Tablet, gucke ich dich auf YouTube und dabei zocke ich Animal Crossing. Mathilda, ich finde das gar nicht komisch. Ich finde, das ist toller Support. Ich danke dir. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Ich hätte sogar auch einen Teller Spaghetti spendiert, so gut geworden. Das freut mich sehr, dass deine Spaghetti lecker waren. Und viel Erfolg jetzt noch beim Animal Crossing spielen dann. Slay weiter, Abby zeigt. Ich glaube, Tofomi hat Spaß. Im YouTube-Chat, ne? Warum ist Stefan eigentlich fast nie da? Er ist ja auch Mod. Dann muss Katha nicht immer alles machen, wenn, wenn es sie überfordert oder so. Katha, du bist für die Chats da. Du bist so gut für die Chats da. Das soll nicht böse gemeint sein. Mhm. Ich finde das interessant. Ich finde das sehr interessant, Emmy. Ich glaube, du bist da wirklich etwas heißen auf der Spur. Nein, aber das ist so wie, Frontan Stefan, wie Katha gesagt hat, Privatleben geht immer vor, wir machen das in unserer Freizeit. Wenn ich irgendwas vorhabe, bin ich auch nicht hier. So ist es. Es war mir von Anfang an wichtig bei den Moderatoren,
dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie jetzt eine Verpflichtung haben, dass sie hier sein müssen. Und eigentlich gar keinen Bock haben, gerade einen Stream zu schauen. Das war ja von Anfang an wichtig, weil ich da auch keine Lust drauf hatte, dass sich da Leute irgendwie zu sehr verpflichtet fühlen so. Es ist eine wichtige Aufgabe, also ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist und es ist, man braucht auch Moderatoren. Aber zur Not kriege ich das doch dann irgendwie, also ich muss sagen, mit zwei Chats ist jetzt nochmal auf jeden Fall überfordernder. Also das würde ich nicht hinbekommen. Aber wenn man nur einen Chat hat, dann kann man es versuchen. Oh scheiße, ich habe es falsch gemacht, Leute. Nein! Es hätte noch eins weiter hier sein müssen. Aber ja, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Katha auf jeden Fall gerade da ist. Wenn ich es mal so sagen darf, ich bin froh, dich über Luara kennengelernt zu haben. Da muss ich mich dann auf jeden Fall bei Luara bedanken, dass sie dich hierher geradet hat. Das ist sehr lieb. Foto, hallo, willkommen. Finde das Profilbild nicht. Okay, Lotti. Lotta. Welches Profilbild? Dieses Profilbild willst du haben? Das war ein Weihnachtsprofilbild. Es tut mir leid, das kann man aktuell nicht mehr bekommen. Das hat man an Weihnachten im Dezember bekommen. Und das kannst du auch nicht umstellen, glaube ich. Wenn du, ja. Wenn du deine Switch umstellst, kriegst du das, glaube ich, auch nicht. Das ist abhängig von der realen Zeit. Nee, Weihnachten im März ist es leider nicht möglich. Ich weiß, ich bin nicht gemeint, aber ich bin auch froh, hier zu sein. Und damit hallo, hallo Katha, andere Katha willkommen. Ist ein Mod nur ein Computer oder ein Mensch? Ein Mod, also ein Bot ist ein Computer mir und ein Mod mit D, nicht mit 2 T, das ist ein Moderator. Die Abkürzung für Moderator. Und die passen drauf auf, dass im Chat nichts Böses oder Blödes geschrieben wird. Zum Beispiel, wenn jemand beleidigt oder wenn jemand ganz viele Nachrichten hintereinander reinschreibt und quasi für die anderen Leute gar keinen Platz mehr lässt im Chat. Oder, keine Ahnung, Links reinschickt, die nicht erlaubt sind, was auch immer. Dann löscht ein Moderator diese Sachen und sorgt dafür, dass das nicht passiert. Mods sind Maschinen, ja, das sowieso. Hallo Charlie, willkommen. Ich glaube, nächstes Jahr zu Weihnachten kann man das Bild wieder bekommen. Ich wusste nicht, dass mein Profilbild so beliebt ist bei euch, Leute. Mods leben im Modkeller, das auch. Aber das wollen wir jetzt nicht... Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, das zu verstören für die YouTube-Leute, glaube ich. Mod Plural von Motten. Ist ein Joke, ne? Mein Gehirn funktioniert heute nicht. Ich weiß nicht, am Ende stimmt's halt wirklich. Aber ich glaube, das war ein Joke, ne, Anni? Was sind diese Punkte wichtig? Die Minity-Points. Damit kannst du aus, zum Beispiel einlösen, dass ich sonntags auf deine Insel schlummer. Kann ja sein! Ach Leute, hört mir doch auf. Ich bin heute nicht für solche Späße zu haben, okay? Ich war mal bei einem im Stream, der hat gesagt, dass er die Mods, wenn sie in einem Stream nicht da sind, alle entmoddet. Ja, dann denke ich mir aber auch, wie... Also dann, für mich zeugt das... Also entweder es war ein Joke oder... Leute, hört mich auf. Motte. Die Motte ist das Singular. Hört mich auf, jetzt zu verwirren. Ja, entweder das war ein Joke oder der Typ hat, oder die Streamerin oder wer auch immer, ich habe es gerade, die Person hat einfach echt ein krasses Problem, weil dann soll sie die Moderatoren bitte auch bezahlen. Weil letztendlich ist das dann schon ein Job. Also das sind nicht, also, oh nee. Das geht gar nicht. Habe ich gerade wieder das falsch gebaut, Leute? Sag mal, bin ich irgendwie wirklich einfach braindead? Heute funktioniert wirklich gar nichts bei mir, ne? Ich habe es jetzt zweimal falsch gebaut. Ich krieg hier langsam zu viel. Jetzt habe ich gleich kein Pfirsich mehr.
Meine Insel wird sich nie fertig anfühlen, dass ich Leuten einen Schlummercode ohne schlechtes Gewissen geben könnte. Fühle ich aber selbst. Ich sag auch immer so, ja, die Insel ist noch nicht fertig und hier und das ist noch nicht fertig und bla. Aber ja, ich will Shanghai jetzt fertig machen. Und dann war's das. So. Kann man die Switch modden? Ja, das geht. Ich schlummer sonntags auf Inseln, Bea. Ja, Katha ist ein echter Mensch. Hallo Leo, willkommen. Ich habe meine Insel namens Neverland gelöscht, die erste Insel, weil sie mir nicht gefallen hat. Witzig, letztens meinte jemand auch, also im Stream, dass sie die Person auch die Insel Neverland genannt hat. Aber ich glaube, das war jemand anders, ne? Ach, auf meiner Insel steht seit 2 Jahren durchgehend Winterdeko. Ja, das fühle ich auch. Ich habe einmal für Halloween dekoriert. Frag mich nicht, wie lange diese Halloween-Deko da noch rumstand. Und vor allen Dingen so diese Seasonal-Sachen, wo man, keine Ahnung, wo zum Beispiel diese Büsche, wo diese Fuchsbäume, wo man auch die verschiedenen Farben für die Jahreszeiten haben kann. Ich habe mir vorgenommen, jede Jahreszeit das umzu... Gott. Das umzuändern, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Halloween ist jeden Tag. I wish. Jeden Tag verkleiden. Ich habe damals ganz Saturn leer gekauft, um Shino zu bekommen. Da hast du recht, Lotta. Wie kann man den Nintendo modden? Also Leute, um das klarzustellen, dieser Modding-Prozess ist nicht einfach. Man sollte fließend Englisch können, wenn man vorhat, das zu machen. Man sollte sich mit Technik auskennen. Man sollte einen PC haben, anders funktioniert es nicht. Ein Laptop geht auch, aber ja, man sollte vor allen Dingen fließend Englisch können, das ist das Wichtigste. Ansonsten werden so viele Probleme auftreten und ihr habt keine Lösung. Und es kann auch gefährlich sein für eure Accounts. Von daher würde ich das nicht leichtfertig machen. Danke, Nintendo, dass du uns das nicht genommen hast mit den Bäumen direkt am Rand. True, Hanami. Ein bisschen Dankbarkeit können wir an der Stelle zeigen. Okay, gut. Ich habe es endlich geschafft, das da so hinzumachen, wie ich wollte. Kurz auf die Insel. Ich wäre zu feige, meine Switch zu modden. Ja, das ist halt wirklich nichts, was man leichtfertig machen sollte. Außer man weiß ganz genau, was man tut. Wolfgang, danke schön für Lucky. Ja, Poppy Playtime Chapter 3. Müssen wir mal spielen. Ich habe da auch Bock drauf. Vielleicht ja nächste Woche. Ich vergesse auch immer, was ich tue. Es ist schlimm. Ich vergesse halt wirklich, was ich tue. Mensch, ich habe keinen PC. Also Laptop geht halt auch, aber fließend Englisch wäre schon sehr wichtig. Ich gehe jetzt auf Harveys Insel, ein paar Sachen umzufärben. Bei Björni. Björni-Bärchen. Was bringt das Modden denn für Vorteile? Also, wenn du deine Switch halt jailbreakst, dann kannst du dir theoretisch über bestimmte Programme, aber da habe ich selbst keine Ahnung von. Oh, lol. Ach, es ist Juni, ja. Spiele kopieren, aber davon bin ich, das unterstütze ich gar nicht und das finde ich auch gar nicht okay. Aber was in Animal Crossing angeht, ist halt, du kannst halt Mods runterladen, die halt neue Items ins Spiel bringen, die es halt so in Animal Crossing nicht gibt. Du kannst über so Tools deine Insel einfacher bearbeiten. Du kannst mit einem Klick quasi deine ganze Insel flatten oder kannst halt bestimmte Bereiche selbst terraformen, so, ohne jetzt aktiv jeden einzelnen Schritt dazu machen.
Ja, das sind so die Vorteile. Du kannst Sachen ins Wasser pflanzen oder so. Möbel einfach ins Wasser stellen. Die Hochzeitssaison ist süß, aber brauche ich halt auch nicht. Der Stream bleibt auf YouTube online, Lotta, genau. Hallo Alina, willkommen. Playtime Chapter 3, alle Teile von unterschiedlichen YouTubern durchgeguckt, aber ich sag nur eins, es ist mega. Ja, Poppy Playtime Teil 1 und 2 habe ich auf jeden Fall auch schon gespielt. Vielleicht lohnt es sich ja auch, Poppy Playtime 3 auf meinem Zweitkanal hochzuladen dann. Falls ihr meinem Zweitkanal noch nicht folgt, Streammoli, könnt ihr gerne machen. Ich will hier eigentlich... Arbeiten die wenigstens auch? Jetzt noch auf der Insel ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Kann ich jetzt bei Björn umgestalten? Hallo, wie heißt? Willkommen. Einen wunderschönen Abend. Ich liebe die Streams. Hallo, willkommen. Bin Leonion Onion. Ich schlummere sonntags auf Twitch auf andere Inseln. Und hallo, Eboli Girl. Willkommen. Ich habe abonniert, also Stream Moli. Dankeschön, Mia. Dankeschön für den Support. Die Lisa und Björn, man kennt sie, ne? Im Japanischen heißt sie halt wirklich Lisa, okay? Wie kann man auf Twitch streamen? Also ich will mal sagen, Lotta, der erste Schritt ist Boom Kalum. Nein. Du brauchst OBS. Und, dann brauchst du, entweder wenn du eine Switch benutzen willst, eine Capture Card. Es ist auch jetzt eigentlich nicht so, das ist nicht so ein Schritt, den man macht, sondern das sind so viele Steps, die man machen muss. Am besten bei Nielsen vorbeischauen auf YouTube, der erklärt das alles sehr gut. Hör mal auf, mich auf Duolingo zu überholen. Ich mach gar nicht so viel auf Duolingo. Ich habe gar nichts gemacht. Oh nee. Jetzt habe ich das andere Asienbett nicht mitgenommen. Aber Turtle ist ja da. Perfekt. Boom Kalum wieder am Start. So sieht es nämlich aus. Lotta. Hä? Ich habe sie überhaupt nicht verarscht. Wie kann man dir zuschauen? Indem man auf twitch.tv geht. Und da Minimoli eingibt und dann den Stream den ganzen Tag lang offen lässt, Leute. Das ist der größte Support neben Abonnieren. Zuschauen. Ah, ich hab genug, okay. Das ist krass, versuche ich jetzt mal. Katha, ich danke dir. So. Ich glaube, ich habe alles. Das gibt es hier gar nicht, Anna. Und ein Sub da lassen. Das sowieso. Also, wenn man kann, ne? Partner Plus? Ja. Das ist ja da schon wieder hier, dann zwinge ich doch wieder Leute zum Subben. Das will ich doch nicht. Wenn du den ganzen Tag streamst, gerne. Okay. Man kann darüber reden vielleicht. Zum vierjährigen Stream-Jubiläum. Ja, ich musste mit Speedrun-Video, das ist, ja, ist in der Bearbeitung. Aber ja, ich habe die Streams, Teile der Streams runtergeladen. Schon. So. Prime-Sub zählt nicht. Ja, Prime-Sub zählt leider nicht. Aktuell haben wir 303 von 350. Also innerhalb von den nächsten Tagen noch
6 und 47. Aber es kommen auf jeden Fall noch ein paar rein, das weiß ich. Noch so wenige, ja. Giftet auch nicht. Ja, Giftet zählen leider auch nicht. Guten Abend, Bea. Willkommen. Erstmal Kaffee. Oh, ich hätte auch Bock auf einen Kaffee, aber ich habe eben gerade schon Kaffee. Reicht jetzt auch. Ich hatte heute schon 2 Kaffee. So. Anders umgestalten. Der Markt in Palia bleibt noch ein bisschen länger, Kata. Weil das Update sich verschieben wird. Weil... guck mal, ich find, das sieht einfach viel schöner aus als das Design. Weil es einfach... Wisst ihr? Das hat einfach so viel mehr Tiefe. Und die Schatten sind schöner. Ach, Mann. Ja, weil da noch Bugs waren im Update. Speedrun bearbeiten gehört wohl nicht zum Speedrun dazu. Nee. Aber ich arbeite dran, okay? Ich arbeite trotzdem dran. Das wird ein tolles Video. Es wird legendär. Können andere auf meine Insel schlummern, auch wenn ich kein Online habe? Keine Ahnung. Wenn du die Schlummeranschrift erstellt hast, dann müsste das gehen. Blazer, vielen lieben Dank für den Reset im 2. Monat. Ich danke dir. Das ist auch ein sehr großer Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, den Markt auf 100% zu bringen, zum Glück. Zum Glück. Dankeschön. Alles für Partner Plus. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sag euch, wenn wir diese 3 Monate geschafft haben, dann hole ich euch auch gar nicht mehr voll damit und ich erwähne das auch nicht mehr. Dann ist das Ganze gegessen. Minity loben, das stimmt. Arbeit an meiner Baumfarm. Viel Erfolg. Viel Spaß dabei. Hari, hallo, willkommen. Beste Streamerin der Welt, wann spielst du endlich Animal Crossing? Was ist das für ein Command? Mini-Loben? Wusste ich gar nicht, dass wir das haben. Ich glaube, wir fragen öfters nach der aktuellen Lage, als dass du es erwähnst. Ja, ich denke mir dann irgendwie nur so für Leute, die dann daran nicht interessiert sind, vielleicht nervt die das dann. Aber ja, das stimmt schon. Ja, haben wir. Good to know. Ach, so, ihr seid so doof, ne, dass ihr diesem Wedel-Command da hinterher trauert. Aber schon länger. Ach, Kata. Wirklich, ne? Die Dovians. Was sind die Sub-Vorteile? Du kannst den Villager im Chat einfach ändern. Ohne Kanalpunkte dafür auszugeben. Du bekommst die Minity-Rolle auf dem Discord. Du hast meine Dankbarkeit. Hast keine Werbung. Das ist eigentlich der beste Vorteil, muss man sagen. Du hast halt keine Werbung mehr im Stream. Und... ja, was gibt's noch? Will nicht mehr diese hässliche Maus sein. Kannst du ändern. Ausrufezeichen Villager mal. Genau. Und dann steht da... Dann musst du Ausrufezeichen Choose Villager und dann den englischen Namen dahinter schreiben. Genau. So, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch nochmal ändern muss. Und jetzt überlegen wir uns noch was. Kleines, aber feines. Okay. Mm.
Es ist noch nicht so ganz, ganz ready. Schau mal kurz hier rein. Lohnt sich Kills and Cats auf Calico oder ist das eher ein Berufsgeheimnis? Ah, also wenn du so, ist halt so ein, es ist so, wie kann man das nennen? Es ist halt sowas wie, es ist kein Rätselspiel, es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man die Art von Spielen nennt, aber es ist quasi so Schach, aber es ist kein Schach. Also man spielt halt entweder gegen andere Leute online oder gegen eine KI und man muss halt so, also es geht darum, man hat halt so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das? Check, check, 1, 2, 1, 2, ja, du bist jetzt Ingo, der gute Ingo. Hari, danke schön, dass du da warst. Hallo Julia, willkommen. Wie kann man Subs von anderen gewinnen? Ich verstehe das nicht. Entweder jemand schenkt dir direkt einen Sub, heiß, oder du kriegst zufälligerweise, wenn jemand Sub gibt, verschenkt, zufälligerweise einen Sub geschenkt. Das wählt Twitch quasi zufällig aus. Aber man kann dir theoretisch auch direkt einen Sub schenken. Aber wir mögen das nicht, wenn man irgendwie nach Subs battelt oder so. Das ist nicht der Vibe hier. Aber ja. Nee, das ist nicht Ingo. Hä, wer ist das? Wer ist dann? Oder man nutzt den Prime. Das ist Guido. Guck mal, das ist doch das Gleiche. Für mich ist das Gleiche. So, warte mal. Ich brauche irgendwas. Was so auf der Höhe von der Mitte des Zwischenwand ist. Damit das ein bisschen blockiert wird. Okay, ich wollte mal die ausprobieren, weil die ja so ein bisschen andere Farbe noch haben. Nee, das passt auch nicht. Dann könnte man eine zweite Zwischenwand davor stellen, aber ist auch doof. Egal. Okay, ich mag doch das andere mehr. Ich überlege, das Rot da echt wegzumachen. Und vielleicht hier auch nochmal ein anderes Design drauf zu machen. Paracetamol hilft hoffentlich gleich. Gute Besserung, dass es schnell wirkt. Ich habe noch eine Frage. Wenn es nicht persönlich ist, ist Johann dein fester Partner oder dein Mitbewohner? I'm sorry. Ist es mein Partner? Es ist mein Partner. Alina, hallo, willkommen. Aber früher war er mein Mitbewohner. Okay, wir können... das passt aber auch nicht. Aber man könnte das probieren... Dann braucht man Steindesigns. Wer ist Johann? Ich weiß auch nicht, wer Johann ist. Hallo Bean Holidays, willkommen. Keine Ahnung, wer das ist. Okay.
hoffe, das ist auch das Richtige jetzt. Nein. Ein Süßi, dein Freund? Ja, er ist wirklich ein Süßi. Auch bekannt als Lost Frequencies, haben wir letzten Stream herausgefunden. Wo ist denn jetzt das Design? Ah, hier. Wir gucken mal. Hallo, Phaser. Du kleine, süße Maus. Ich grüße dich, okay? Ich wusste das halt nicht, you never know. Ist okay. Deswegen darf man ja auch fragen. So. Kommt das Tori wieder hier hin? Ja, ich glaube, das harmoniert mehr. Das Braune, da hat mich da auch irgendwie ein bisschen gestört, muss ich auch sagen. So. Ich habe so wenig geschafft. Aber naja. Bisher. Es geht noch weiter. Ich glaube, hier mache ich einfach komplett zu. Also ich finde es mega. Dankeschön, Wookie. Wie verdienst du deine Sternis? Ich habe dazu ein YouTube-Video. Für die Insel bin ich auf Treasure Islands gegangen. Ansonsten Fische, Insekten, Tauchen, Rüben. Rüben ist der beste Way. Aber dafür braucht man halt am besten auch andere Leute, die einen guten Rübenpreis haben. Ja, im März, am 20. März, fange ich meine Shanghai Shiny Reef, Elizabeth, Cookie Reef, Cozy Leaf, fange ich meine 7. Insel an. Ich habe leider den Überblick verloren. Und das wird wieder eine Insel sein, wo ich mir wirklich auch alles erarbeite und meine Sternis auch selbst farme. Das Ganze werde ich natürlich auch auf YouTube posten. Von daher, da kann man mich dann mal wieder richtig Animal Crossing spielen sehen. Aktuell bin ich ja auch gerade hier nur am Gestalten. Hallo Theresia, willkommen. Shubiri, dankeschön. Ich kriege jetzt nochmal diese Rübenstempelkarte, weil finde Kanäle wieder zu. Am besten, Isabel, kannst du ein bisschen Englisch? Am besten das in so einen Treasure Island Stream reinfragen. Manchmal gibt es auch Commands für... Die können das besser dir sagen, was du da genau machen musst dann. Ja, ich fliege bald nach England. Ja, guck, weil ich habe das selbst noch nie gemacht mit dieser Rübenstempelkarte. Aber da gibt es einen Trick auf jeden Fall, um das wieder rückgängig zu machen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da auch drauf. Ich habe da auch ultra Bock auf das Projekt. Ich fliege bald wieder nach Korea. Wirklich? For real, for real? Für echt, für echt? So. Ich trinke nochmal ein großes Stück und dann muss ich auch auf Toilette wieder. Ich habe übrigens einen Bug, wo die Rübenhändlerin nicht kommt. Die kommt nur sonntags morgens, ne? Bis 12. Sonja will ausziehen.
Oh nein, sie will mir nur eine Brille geben. So. Nein, nein. Darin, ich muss hier gleich auch nochmal Dings scannen. Frederik scannen. So, ich gehe ganz schnell auf Toy. Bis gleich. Okay. Ja. Hallo, ich bin das erste Mal auf Twitch. Hallo Luna, willkommen hier auf Twitch. Trotzdem kommt sie nicht. Okay, das ist komisch. Ich bin nicht mute. Hallo, Milo, du kleine Maus, du. Wann spielst du Roblox? Ich will mal dieses Roblox Adopt Me spielen. Irgendjemand hat mir gesagt, bin spät dran, aber hi, hallo, Baba, Gage. Irgendjemand hat gesagt, dass es ein bisschen Animal Crossing-like ist auch. Ja, Tofomi, Genau. Okay, Kaimi, und ich hatte mein Handy leise. Ich bin so lost. Ich dachte, du wolltest mich trollen. So. Oder wieder Liebe. Ja, wenn du dich benimmst, Phaser, kann man das überlegen. Vielleicht bis später. Vielleicht bis später. Dankeschön, dass du da warst. Immer? Ja, immer benehmen. Ich benehme mich immer. Weiß ich nicht. Warum ist es bei Milo okay, aber wenn ich das mache, geht die Welt unter. Noch nie. Noch nie ist die Welt untergegangen, Tofumi. Du bist der Sonnenschein dieses Streams. Du sorgst für einen herzhaften Lacher. So ist das. Letztes war nur ein Ausrutscher. Ja, muss ich mich noch überzeugen lassen.
Luna, danke schön, dass du kurz hier auf YouTube warst. Hallo Sarah, willkommen. Roblox Adopt Me, bin gefühlt der größte Suchti. Ja, ich habe oft von diesem Game gehört. Ich muss es mal spielen. Wird mal Zeit. Faser, ich dulde das hier nicht, dass du meinen liebsten Tofomi hier so fertig machst, ne? Das finde ich nicht okay. Ist so, ne? Vor 2 Minuten, ich bin immer nett. Mhm, mhm. Du benimmst dich immer. Ich finde, Adopt Me ist blöd. Ich glaube, ich muss mir da mal ein eigenes Bild von machen. Ich habe aber irgendwie... Hat mich Roblox bisher noch nicht so sehr gereizt. Ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie die Grafik von Roblox nicht so ansprechend. Da spiele ich lieber Minecraft. Und ansonsten spiele ich lieber Animal Crossing. Okay, okay, okay. Das passt. Aus, wenn hier einfach so random so ein Gulli ist. Bisschen random, aber okay. Dann geht's hier rüber mit einem Fußgängerüberweg. Fußgänger, wie heißt das? Zebrastreifen. Ich brauche noch dieses andere Design dann. Auch doof aus. Vielleicht das? Ah. Jetzt hier alles abreißen eigentlich, ne? Muss mir dafür eigentlich auch nochmal Inspo-Bilder anschauen. Oh, Shagai. Es ist so schwer. So inspirationslos aktuell mit Shanghai. Es ist wirklich schlimm. Weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch der Regen. Ich weiß es doch nicht. Warum baust du um? Mir hat es davor nicht gefallen, aber jetzt gefällt es mir auch nicht. Es ist ein... Es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich hab die Schnauzerbrille von Sonja bekommen. Ich spiele lieber Blocks Fruits. Das kenne ich nicht. Du könntest vielleicht mal beim Schlummern nach lustigen Internamen suchen, wie Himmel, Hölle, Gulli oder WC. Ja, das ist eigentlich eine süße Idee. Sich mal komische Inselnamen Inseln anzuschauen. Also irgendwie finde ich das tatsächlich witzig. Struggle is real, ja. Der Struggle ist sehr real hier. Zu real.
Michu, welcome back. Was geht? Was geht, was geht? Vielleicht den ganzen Bäumen mehr Bambus. Auch am M, nicht nur ein L. Ja, aber es ist halt eine städtische Insel. Es ist hier gerade in dem Moment schwierig. Schwierig, schwierig. Weil, ja, es eine städtische Insel ist. Muss da vielleicht einfach noch ein paar Autos auch hinmachen und noch das ein oder andere Deko-Element hinstellen. Das ist ja jetzt auch alles noch sehr kahl. Okay. Passt das überhaupt alles noch so hin, wie ich es mir gerade vorstelle? Die Person hatte nämlich hier auch noch Bäume hingemacht. Ein Baum. Das sah, glaube ich, auch cool aus. Aber dafür bräuchte ich schon einen großen Baum. Auch eine Frucht. Wenn du so eine Schlummerstream so früh ankündigst, gibt es Tofu. Gibst du Tofomi die Chance, eine Minimoli-Insel zu bauen? Ach, Tofomi, der will auch gar kein Animal Crossing mehr spielen, hat er gesagt. Aber er will irgendwas anderes auf. Der hat seine Switch jetzt mal aufgeladen. Die good old Minimoli-Inseln. Minimoli, Minimoli, Minimoli. Dankeschön für die 20 Bits, Dori. Kannst du ein Lied anmachen? Was für ein Lied? Dori, vielen, vielen lieben Dank. Download seit gestern Abend meine Games wieder. Ich habe auch echt lange gebraucht, mein Animal Crossing zu übertragen auf den Systemspeicher. Das war übrigens der Grund, warum auf Shiny Reef das alles mal so lange gedauert hat zum Laden. Weil mein Animal Crossing halt auf der SD-Karte war und es halt fast voll war. Guck mal, bei hier könnte man nämlich einen kleineren Baum hinmachen. Dann brauche ich dann wirklich eine Frucht. Dafür brauche ich das erstmal auf der Insel. Statt der Tiere. Tschüss, Ines. Danke schön, dass du da warst. Und Leo, danke schön auch an dich. Ups. So. Eins pflanzen. Eins pflanzen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Nein. Ja, ich muss mir ein bisschen besseren Plan auch machen, wie und wo ich jetzt was noch hinpflanzen will. Oder, ja, was ich wo noch
generell gestalten will. Aber an sich gefällt mir das schon mal. Ich bin echt, ich muss merken, ich bin kein Typ, der städtische Inseln baut, ne? Es fällt mir echt gerade schwer. Wobei einige Sachen ja schon schön aussehen, aber... Ja. Die Skyline sieht schon cool aus. Ich habe das Gefühl, ich muss es aber echt noch ein Stückchen nach vorne schieben. Alles ist so viel Arbeit, alles umzuschieben. Vor allem, wenn man nur alles eins versetzen will. Hallo, ihr Mitbürger. Hallo, Lu. Was geht? Mitbürger des Streams. Dafür ist die Insel aber sehr gut bisher. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt kann man eigentlich hier auch wirklich noch den Rest mit abreißen. Ich bin am Überlegen hier. Entweder man macht halt auch Mittelalterfassaden da hinten hin. Oder man lässt es da so stehen. Hier wollte ich Bewohner hinmachen. Ich kann das wenigstens auch weiter abreißen. Und hier würde ich die Treppe dann hinmachen. Hier so. Das geht dann hier hoch. Und ich lasse es jetzt doch, oder? Mache ich doch alles eins kleiner. Okay, Leute. Mach das doch alles eins kleiner. Also eins weiter nach vorne. Halleluja, wir freuen uns auf das Terraforming. Yay! Jamie, ich melde mich aus dem Lurk. Hallo, danke schön für den Lurk und willkommen. Wie oft aktualisiert sich dieses Partner Plus? Das weiß man auch irgendwie nicht. Manchmal ist es irgendwie auch nicht so richtig. Geht mir ähnlich, ich lande eh immer im ländlichen Look. Ja, irgendwie, ich mag das einfach mehr. Also ich finde städtische Inseln auch toll, aber irgendwie, ich will das immer so versuchen, so natürlich wie möglich zu bauen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Noch. Oh, hier hätte ich auch noch Blumen und. Ach. Auge. Blumen und. Ah, hier ist übrigens der Schrank, den ich gesucht habe. Man sieht das Weizenfeld zwar nicht, aber ich will da jetzt noch ein Weizenfeld hinmachen. Einfach für meinen inneren Seelenfrieden muss da ein Weizenfeld stehen. Und Unkraut. Weil wahrscheinlich muss ich dafür wieder auf Treasure Island, ne? Habe ich gar keinen Bock drauf. Ach, noch nicht. Okay. Hallo, Chang ist ein Cutie.
Der hat früher bei mir auch in Animal Crossing Wild World gelebt, okay. Hallo Katarotte, was geht? Willkommen. Vielen lieben Dank für die Stream-Serie von 3. Immer auch 303. Boom, Kaloom. ja. Es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen, bis sich das wieder aktualisiert. Achso, ja. Was ist nochmal die Nummer von Frederik, diesem Drachen? Geschmäcker sind verschieden. Du sagst es. Wenigstens diesen kleinen Fluss will ich versuchen, einigermaßen okay zu terraformen. Das macht jetzt auch irgendwie... Warte mal, ich muss was kontrollieren. Das macht irgendwie keinen Unterschied, ne? Irgendwie sieht es dann geiler aus, wenn es eins nach vorne ist. Aber es macht halt leider gar keinen Unterschied. Die Karte ist eigentlich echt egal. So. Wenn wir es geschafft haben, einfach Boom Kaloom. Bini Onion, danke, dass du da warst und viel Erfolg bei deinem Termin. So. Dieses ewige Design verlegen auch auf dieser Insel, das macht mich auch wirklich verrückt, ne? Ich hoffe, beim nächsten Animal Crossing wird es mehr Möglichkeiten für Bodendesigns. Ja. Ich denke halt auch, dass Animal Crossing, dass Nintendo das ein bisschen unterschätzt hat, wie die Leute eskalieren werden bei der Inselgestaltung.
Ich denke schon, dass die beim nächsten Animal Crossing ein bisschen mehr Möglichkeiten geben bei vielen Sachen. Ja, wir haben heute auch nur Animal Crossing gespielt. Ich kann auch einen Tag nach vorne spulen, Louis, aber irgendwie finde ich den Regen gerade ein bisschen beruhigend. Aber andererseits nervt es mich auch ein bisschen, weil es so trist aussieht, alles. In Bezug auf die Wege, ja, in Bezug auf die Wege war das schon ein krasses Upgrade, das stimmt. Also im Vergleich zu was man bei Animal Crossing New Leaf vorher konnte, konnte man mit Bodendesigns jetzt auf jeden Fall mehr anstellen. Das stimmt allerdings, ja. So. Eigentlich. Ja. Gut, ich suche mal kurz Frederick raus und lass ihn einziehen. Frederick in Crossing. Ich erinnere mich, wie ich am Anfang dachte, das Spiel ist perfekt und jetzt. Also bei New Leaf meinst du? Oder hier? Frederick ist die Nummer 203. Mein Name Jukarten kurz rausholen. Michael, das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Und hallo Raya, willkommen. Ich habe ein bisschen was abgerissen auf meiner Insel. Ein bisschen was Neues gebaut. Wie ist das? Das übliche. Das übliche Shanghai-Chaos. So. Frederick rausgeholt. Und dann gehen wir kurz zum Rathaus. Und lassen den Guten jetzt mal endlich einziehen. Was ich als Rapunzels Turm nehmen kann, nehmen könnte, außer dem Burgturm. Also ich finde den Burgturm, das ist ja theoretisch das Beste, was man nutzen kann, oder nicht? Halt auf die zweite Ebene stellen und die Wände da, also auf die zweite Ebene stellen. Und damit man die Wände von der zweiten Ebene nicht sieht, also von der ersten Ebene nicht sieht, eher gesagt, irgendwie die Zwischenwände davor. Oder keine Ahnung, Westernfassaden oder irgendwie sowas. Hätte ich jetzt gedacht. Ich bin jetzt recht zuversichtlich, dass wir im neuen Game wieder viele Sachen verbessern, die wir jetzt nicht so toll finden. War ja immer so. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Aber ich muss sagen, so wie gesagt, bei Animal Crossing New Leaf konnte ich mir aber, vielleicht lag es auch einfach an meinem Alter, konnte ich mir irgendwie nichts vorstellen, was man besser hätte machen können. Frederick. Bumo. Komm her. Hallo, ich meine, irgendwas stimmt heute nicht. Geht's dir gut? Ja, wieso? Hallo, willkommen. Und dankeschön, King Melone. Das Silo geht auch noch als Rapunzels Turm. Stimmt, das ist auch noch eine gute Idee. Du wirkst traurig? Nee, ich bin nicht traurig per se. Aber ja, heute... Ich weiß es auch nicht, Leute. Es ist gerade irgendwie eine komische Phase.
Phase. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich brauche einfach Urlaub. Ist auch nicht mehr so lang. Nächste Woche. Wohin wollte ich? Achso, zum Campingplatz. Nächste Woche bin ich für ein verlängertes Wochenende in Rom. Und ich glaube, danach komme ich auch wieder mit neuer Energie zurück. Aber ich bin auf jeden Fall nicht traurig. Mich hat es immer extrem gestört, dass die ganzen NPCs alleine sind. Also so Melinda, da allein im Rathaus sitzt und so. Bei Animal Crossing New Leaf? Echt? Okay. Das fand ich irgendwie voll normal. Aber ja, die steht ja auch die ganze Zeit. Ich finde es cool, dass sie jetzt sitzt. Ein Steintisch. Okay. Ja. Ja, vielleicht ist auch die Sonne und sowas. Ich freue mich auch sehr drauf. Dankeschön. Den Goldboden. Perfekt. Gesundheit. Dankeschön, ihr Lieben. So, jetzt wieder komplett auf die andere Seite der Insel rennen, weil da meine Werkbank ist. Schönheit. Gesund bist du selbst. Ach ja. Dankeschön, Faser. Dankeschön. Ich weiß es sehr zu schätzen. Deine Nettigkeiten heute. Aber warte, das bedeutet, dass ich nicht schön bin, ne? Eigentlich. Schade. Etwas herstellen. Achso, ich brauche die Sachen. Hallo Janine, willkommen. Oder Janine. Sag ich doch, die Sonne fehlt. Ja, das kann echt sein. Wie man es sieht, hast du jetzt gesagt. Mhm. Aha. Wow, okay. Ich dachte, vielleicht habe ich nicht genug Steine. Aber ich glaube, ich habe genug Steine. Schönheit kommt von innen. Da kommt auch wieder die Weisheit von Tofomi. Vielleicht doch eher Intelligenz wünschen. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Deswegen bin ich traurig. Wegen meiner Community. Nein, Spaß. Ich bin dankbar. Frederik werde ich einfach nicht los. Alle Bewohner wollen schon aussehen, aber nicht er, obwohl er fast am Anfang kam. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass du ihn behalten sollst, Jamie. Vielleicht tut er deiner Insel gut. Und Frederik ist doch süß. Aber ja, okay, ich glaube auf Shiny Reef hier sind überall Steine. Ah, hier ist auch eine Werkbank noch. Gut. Gut zu wissen. Ja, auf Shiny Reef hätte ich ihn auch nicht gerne gehabt. Ja, nimm Amiibo-Karten, damit geht's echt easy. It's Lea, hallo, willkommen. Und dann der Regen auf dieser Insel. True. Auch so ein bisschen ein Downer. Hey, sag, wir verherrlichen das hier nicht. Nein. So. Ziehst du jetzt her? Ein Samurai-Hakama. Perfekt. Warte mal. Du solltest herziehen. Oh nein, noch ein Besuch. Du brauchst gar nichts sagen. Ich erinnere mich, wenn du Raven gehst. Ich gehe sober Raven, Phaser. 100% sober. Wir sind back in track. Frederik ist so nice und habe ich auch. Wir lieben Frederik. Wir sind der Frederik-Fanclub. Hallo, Ellie. Der ist so hübsch-hässlich. Ich liebe ihn. Hübsch-hässlich beschreibt ihn, glaube ich, echt ganz gut. 3-mal muss man die einladen, dann können die Herz sehen. Genau, ich habe am 28.12. Geburtstag. Es gibt Form für Dodokus, da freuen sich alle, wenn sie dich besuchen dürfen. Das stimmt.
wenn ihr Leute sucht, mit denen ihr spielen wollt, Foren, Discord, da findet man meistens auch Leute. Aber ich habe prinzipiell nichts dagegen, wenn ihr euch hier im Stream absprecht, aber ja. So. Ich den Rest hier nochmal kurz ab. Frederik Fanclub. Nee, nee, nee. Nee, 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 Faser. Nee. Gut. Das heißt, im nächsten Stream muss ich jetzt langsam mal anfangen, mit diesen Straßen zu arbeiten. Es fällt mir, ich will halt diese Straßen benutzen. Aber es fällt mir sehr schwer. Weil die diagonalen Straßen halt schwierig unterzubringen sind mit den Designs. Aber irgendwie muss es sein. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich den Eingang hier machen soll. Ich glaube, ich habe eine kleine Idee. Ich muss auf jeden Fall auch die Mittelalterfassaden hinmachen. Sie ein bisschen wirken, als wäre das. Abgetrennt vom Rest. Und dann muss hier vorne die Straße hin. Und zwar auch schräg. Da muss ja eigentlich irgendwann noch der Bahnhof hin. Die Altstadt soll hier auf jeden Fall stehen bleiben. Nicht genau so, aber... Also das soll ja die Altstadt hier darstellen. Bisschen moderner nochmal machen. Aber ja... Du hast die süße Tasse Kakao von deinem Stream-Profilbild genommen. Von deinem Steam. Ach so. Ja, ich habe da jetzt einen Drachen. Irgendwie fand ich... Ich habe nämlich vom Bendeltail jetzt den Hintergrund freigeschaltet. Und irgendwie fand ich den schöner. Da passt so ein Match zu meinem Profil... zur Farbe von meinem Profilbild. Dann bist du noch live. Ich gehe jetzt offline. Gleich. Heute war echt irgendwie... Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich bin nicht schlecht gelaunt, aber heute... Es ist ja schon seit letzter Woche so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie so inspirationslos für Shanghai ein bisschen bin, so. Aber ich mich... Vielleicht kann ich mich auch nicht dazu zwingen. Aber ich will mich irgendwie unbedingt dazu zwingen, die Insel fertig zu machen. Und, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Aktuell fühle ich gedrückt. Ja, ich bin nicht traurig oder so, aber irgendwie ich bin... Ich weiß es auch nicht. Ich will mich auch nicht beschweren eigentlich. Aber ja, Pi. Ich streame jetzt öfters auf YouTube. Ich probiere einmal die Woche auf YouTube zu streamen, Ilona. Das ist mein Ziel zumindest. Morgen werden wir aber ein bisschen reacten. Verstehe ich. Muss hart sein, wenn Faser immer im Chat nervt. Oha, Tofumi. Auch fies. Bald Schlafenszeit. Hallo, Faser. Ihr Kleinen. Ansonsten schickt mir die Switch, dann mache ich die Insel fertig. Ich will mir nicht ausmalen, wie die Insel dann fertig aussieht, Nemo, bei dir. Wobei, ich glaube, wenn du Bock hättest, könntest du es nice machen. Aber ich glaube nicht, dass du Bock drauf hast. Wahrscheinlich noch weniger Bock als ich.
Aber was willst du denn reacten? Also witzigerweise hat mir gestern oder vorgestern auch irgendjemand gefragt, kennst du den Transrapid? Und dann habe ich auf Twitter gesehen, dass Dave irgendwie ein Video über den Transrapid gemacht hat. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Ja, the dark story of the world has the strain. Ja, das will ich mir zu Ende anschauen. Weil der Transrapid ist ja in Shanghai auch. Und wird da ja eingesetzt. Spannend. Ja, keine Ahnung, was so dark an einem Transrapid sein kann. Aber das Video würde ich mir gerne morgen anschauen. Es gibt zwei Teile davon. Jetzt guckt es aber nicht ohne mich, ne? Lass uns das morgen zusammen gucken. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was so was wird, ne? Guti, ihr Lieben auf YouTube. Dankeschön, dass ihr da wart, ihr Süßis. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Folgt mir gerne auf meinem zweiten Kanal. Folgt mir gerne überall. Ist kostenlos. Würde mich freuen. Und das Game ist nicht auf Englisch. Das Game ist doch auf Deutsch, oder? Und dann sehen wir uns entweder auf Twitch wieder oder vielleicht nächste Woche zu einem YouTube-Livestream wieder. Dankeschön, dass ihr da wart, YouTube. Ich sag erstmal YouTube-Tschüss.